Ja, hallo alle zusammen. In meinem heutigen Video geht es um die Raumdiagonale eines Würfels, was eigentlich ziemlich einfach ist, wie ich finde. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also das hier soll unser Würfel sein. Ich habe dahinter mal ein XYZ-Koordinatensystem gelegt und der Würfel soll jeweils die Kantenlänge a haben. Um diese Diagonale geht es in dem Video und hier sind auch schon mal zwei rechte Winkel eingezeichnet. Zunächst mal schauen wir uns das an in der XY-Ebene. Da sehen wir schon, XY-Ebene, da ist jeweils die X-Koordinate A und die Y-Koordinate A. Und es herrscht ein rechter Winkel. Jetzt sind wir interessiert an dieser gestrichelten Linie hier. Die nenne ich jetzt mal R. So, wenn wir jetzt R ausrechnen wollen, dann gilt ja, R² ist gleich A² plus A². Da wir ja, Satz des Pythagoras, die Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck, also diese Seite hier ist ja gleich der, ist das die einzelnen Katheten zum Quadrat addiert. Also R² gleich A² plus A². Und daraus folgt dann, R ist gleich Wurzel aus A² plus A² ist gleich Wurzel 2 mal A. So, jetzt gehen wir in die ZXY-Ebene sozusagen, also wir haben jetzt hier die Z-Ebene und diese Koordinatenachse, da steht jetzt XY dran, das soll genau diese Ebene hier sein. Also dieser Strich entspricht diesem gestrichelten. Also das hier ist quasi unser R. Und jetzt wollen wir diese Linie ausrechnen, die nenne ich jetzt mal D. Und dann ist natürlich wieder genau dasselbe. D² ist gleich R² plus A². Also D ist gleich R zum Quadrat ist gerade Wurzel 2 mal A zum Quadrat, also 2A² plus A². Und daraus die Wurzel. Naja, und das vereinfacht. Dann steht unter der Wurzel 3A². Aus A² können wir wieder die Wurzel ziehen. Also steht da Wurzel 3a. So, die Wurzel 3a, das ist auch schon unser Ergebnis für den Würfel. Und das werde ich jetzt nochmal ein bisschen anders demonstrieren. Und zwar, wenn wir uns jetzt überlegen, mit der Vektorrechnung, wir haben einmal auf der x-Achse die Koordinaten, ich mache das mal so, a, 0, 0. Auf der y-Achse haben wir die Koordinaten 0, a, 0. Und auf der z-Achse die Koordinaten 0, 0, a. Und jetzt können wir hier an diesem Bild ganz gut sehen, wenn wir jetzt die Diagonale im Würfel die Raumdiagonale ausrechnen wollen, dann gehen wir vom Ursprung einmal 1 in x-Richtung plus die y-Richtung plus die z-Richtung. Das gibt dann genau diesen Vektorpfeil hier. Naja, also rechnen wir das aus. Das wäre dann unser Vektor d. Der wäre dann x plus y plus z, also a, 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 in jeder Koordinate steht a drin. Macht auch Sinn. Gut, ich habe es jetzt hier ein bisschen verwirrend eingezeichnet, es wäre besser gewesen, ich hätte es hier von dem Ursprung nach da gezeichnet, weil dann wäre es auch a, a und a gewesen und
naja, jetzt sind wir halt andersrum, aber im Prinzip ist es dasselbe, weil wir interessieren uns ja eher für den Betrag des Vektors. Also, der Betrag des Vektors d ist ja gleich die Wurzel aus seinen einzelnen Komponenten zum Quadrat. Also a Quadrat plus a Quadrat plus a Quadrat. Das nennt man auch die euklidische Norm. Ja, wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir unter der Wurzel wieder 3a Quadrat stehen. Und das ist wieder nichts anderes als Wurzel 3 mal a. Also da können wir ganz gut sehen, beide Wege führen zum Ziel, beruhen auch im Prinzip, beruht hier das mit den Vektoren auch auf der Sache mit den Pythagoras-Anwendungen. Also einmal hier in die einzelnen Ebenen zerlegt, dann kann man das sehr gut sehen, wie das mit dem Pythagoras funktioniert. Aber auch an diesem 3D-Schaubild hier oben, denke ich, ist ganz gut zu erkennen, dass wenn man die drei Vektoren aufaddiert, dass man dann halt genau zu dem Punkt bzw. zu dem kommt. Und vom Ursprung aus gesehen ist das dann gerade die Strecke, die der Raumdiagonalen entspricht. Ja, ich hoffe, das war verständlich für euch und ihr könnt das irgendwo mal anwenden. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.